Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 58. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe tatsächlich jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen und vielleicht hört man es an meiner Stimme auch schon. Ich war die letzte Woche leider krank. Aus diesem Grund ist dies hier jetzt auch kein normales Video, sondern es ist ein Speedbuild. Ich habe nämlich das Haus der Familie Potter renoviert und es wurde wirklich Zeit. In diesem Video schauen wir uns deshalb gemeinsam den Umbau an und außerdem erzähle ich euch, was ich so für die Zukunft geplant habe. Aber dann starten wir jetzt gleich ins Spiel hinein. Und so starten wir hinein. Wie ihr seht, ich habe mal damit begonnen, dass ich die Zimmer geleert habe. Also zumindest das Zimmer von Livia und auch das Zimmer der Zwillinge. Denn das wollte ich wirklich komplett umbauen. Ich finde, es wurde auch wirklich Zeit. Livia hat ja zum Beispiel noch immer in ihrem Kinderzimmer gewohnt und da war alles noch blau. Und ja, ihre Lieblingsfarbe ist ja mittlerweile eindeutig schwarz. Und deshalb mussten wir das natürlich verändern. Außerdem sind unsere Zwillinge, also die kleine Flora und der kleine Oren, mittlerweile ja schon Kinder. Und da dachte ich, es passt jetzt nicht mehr ganz so gut, dass sie sich ein Zimmer teilen. Ich meine, natürlich ist es trotzdem kein Problem, sich mit seinen Geschwistern ein Zimmer zu teilen. Aber wir haben hier immerhin so ein großes Haus. Da gibt es wirklich genügend Platz, dass wir für beide ein Zimmer bauen. Hier das linke Zimmer, das ist für unsere Flora. Unsere Flora liebt es ja bunt und künstlerisch und da habe ich mir wirklich sehr schwer getan. Also eigentlich ist es ja eine ganz einfache Aufgabe, einfach möglichst viel buntes Zeug in ein Zimmer zu stopfen. Aber ich wollte halt, dass es trotzdem irgendwie nach etwas aussieht und das habe ich versucht. Übrigens, ich weiß, es ist hier eine Lacke im Zimmer. Ich habe keine Ahnung, wer hier reingepinkelt hat. Aber ich glaube, ich möchte es auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall wird unsere Flora in diesem Zimmer jede Menge Sachen basteln und zeichnen und herstellen. Und ich freue mich schon drauf, zu sehen, wie sie sich kreativ hier ausleben wird. Übrigens habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, was ihr Ziel sein könnte. Also wenn ihr da eine Idee habt, lasst sie mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren da. Nur bitte nicht vergessen, wir werden nicht mehr allzu viel Zeit mit ihr verbringen. Also wir wollen dann ja mit Livia ausziehen und die zweite Generation spielen. Deshalb haben wir eben für Flora und Oren jetzt nicht mehr so viel Zeit. Also natürlich ein bisschen Zeit werde ich mir schon noch nehmen, aber eben nicht mehr so viel Zeit wie bei allen anderen Kindern. Und übrigens, ich habe es nicht überlesen, dass ihr unbedingt eine Katze wollt. Und natürlich können wir uns sehr, sehr gerne eine Katze holen. Deshalb habe ich mir überlegt, vielleicht macht Flora und ihre große Schwester, also eben Flora, gemeinsam mit unserer Livia im nächsten Part einen Ausflug nach Brindleton Bay. Und vielleicht finden wir ja da eine streunende Katze, die wir im Haushalt aufnehmen können. Und ich möchte irgendwie auch unbedingt, dass Livia dann eine Katze hat. Am besten eine schwarze Katze. Das wird einfach so gut zu ihr passen. Aber schreibt mir da eure Meinung natürlich sehr, sehr gern wieder in die Kommentare. Wie man sieht, hier habe ich übrigens ein wenig gestruggelt. Also mit dieser Kommode, das hat irgendwie gar nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber den Spiegel finde ich sehr süß. Und wie ihr seht, ich habe auch jede Menge Bilder und Poster an die Wände geklatscht. Ich fand, das passt gut zu ihrem Charakter. Und ja, das ist jetzt aus ihrem Zimmer geworden. Und hier haben wir nun das Zimmer von unserem Oren. Falls ihr euch übrigens fragt, woher ich das ganze Geld habe, ich habe einfach davor mit Emma jede Menge Bilder gemalt und wir haben uns noch ein bisschen um den Garten gekümmert. Und dann kam, um ehrlich zu sein, ziemlich schnell ziemlich viel Geld zusammen. Vor allem, weil wir aus irgendeinem Grund wieder 1000 verschiedene Gemüse- und Obstsachen im Haushaltsinventar hatten. Und die habe ich eben alle verkauft. Und jetzt hatten wir eben genug Geld, um das ganze Haus einmal komplett zu renovieren. Unser Oren ist ja ein sehr braves und korrektes Kind. Also ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie ist das jetzt seit dem letzten Umstyling so. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir passen auch sein Zimmer daran an. Es sieht alles irgendwie mehr so aus, als würde ein Erwachsener da drinnen wohnen. Jetzt fällt mir auf, hat er überhaupt ein Bett? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe ihm kein Bett gegeben. Wait. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Oren ein Bett hat, denn bis jetzt habe ich, glaube ich, noch keins platziert und ich weiß auch nicht, ob noch eines folgt. Oren, wenn du kein Bett hast, es tut mir sehr leid. Liebe Menschen, die dieses Video gerade ansehen, mir fällt auch gerade auf, dass ich ihm kein Bett gekauft habe. Das muss ich dann natürlich noch nachholen. Oh wow, man merkt vielleicht, dass ich noch krank war, während ich dieses Haus umgebaut habe und deshalb habe ich einfach auf das Bett vergessen.
Habt ihr schon mal auf ein Bett vergessen, während ihr ein Haus in Sims umgebaut habt? Oder sagen wir so, was ist das Seltsamste, was du jemals vergessen hast, in einem Haus in Sims zu platzieren? Lass mir das sehr, sehr gern in den Kommentaren da, weil ich glaube, dann würde ich mich besser fühlen. Momentan fühle ich mich tatsächlich sehr, sehr lost, weil ich einfach ein Bett vergessen habe. Ja, wie man sieht, ich baue fröhlich weiter und mache mir einfach keine Gedanken darüber, wo Oren schlafen soll. Ich bin einfach toll. Ich bin einfach ein Profi. Und weiter geht es mit dem nächsten Zimmer. Wie ihr seht, ich habe das Zimmer von Ivo jetzt endgültig ausgeräumt und habe jetzt hier einen Türrahmen platziert, also zwischen Ivos altem Zimmer und dem Zimmer von Rose. Denn ich habe mir gedacht, irgendwie wäre es schön, wenn Rose noch eine Zeit bei uns verbringen würde. Eigentlich habe ich ja gedacht, ich möchte mit ihr nach Brightchester ziehen, aber irgendwie ziehen gerade alle Kinder aus und ich werde sentimental und deshalb möchte ich, dass Rose noch eine kleine Zeit bei uns bleibt. Deshalb habe ich mir gedacht, sie könnte ja vielleicht, bis wir mit Livia ausziehen, auch noch hier bleiben. Dann können wir auch das ein oder andere Mal mit ihr aktiv zur Uni gehen und einfach das Unileben ein bisschen mitbekommen. Das würde ich sehr, sehr schön finden. Schreibt mir da eure Meinung natürlich auch sehr, sehr gern in die Kommentare. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Emma gemeint hat, hey Rose, ich hätte voll gern, dass du noch ein bisschen zu Hause lebst. Und dann kannst du eben auch noch Geld sparen. Das ist immerhin auch nicht schlecht. Und dann kannst du später dann in ein schönes Haus ziehen, indem du hier dir einfach etwas angespart hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass Rose dann gemeint hat, ja, Mom, können wir sehr gern machen, aber mein Zimmer ist halt irgendwie schon ein bisschen klein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich dann die ganzen Unisachen habe, jede Menge Bücher. Ich muss dann immer am Computer arbeiten. Und dann hat halt Emma gesagt, ja gut, dann bekommst du jetzt einfach das Zimmer von Ivo auch noch dazu. Und dann hast du eben jede Menge Platz für deine ganzen Unisachen. Immerhin müssen wir bedenken, wenn man in Sims studiert, dann muss man ja auch oft so Präsentationen machen und die brauchen jede Menge Platz. Und vielleicht würde sie die aber trotzdem gerne in ihrem Zimmer machen. Und deshalb habe ich mir gedacht, passt das ganz gut, wenn sie dann hier mehr Platz hat. Außerdem habe ich ja früher auch mal gesagt, dass Rose ganz sicher Daisy ein wenig nacheifert und sich auch für Mode interessiert. Und bisher habe ich das ja kaum wahrgenommen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich baue das jetzt einfach hier in ihrem Zimmer ein. Und wir bauen hier eben so einen größeren Schrank mit jeder Menge Klamotten und einem Schminktisch. Auch wenn es bisher nicht wirklich zu ihr gepasst hat und sie eben mehr so das Nerdige in sich gefunden hat, dachte ich mir, das passt ganz gut. Und vielleicht können wir ja dann in Zukunft auch ein bisschen schauen, dass sie sich eben mehr für ihr Äußeres interessiert und ihr auch mal ein kleines Umstyling geben. In welche Richtung das dann geht, weiß ich noch gar nicht. Schreibt mir da eure Meinung natürlich auch wie immer sehr gern in die Kommentare. Und nun habe ich mich auch endlich mal an das große Vorzimmer im oberen Stock herangewagt. Das war mir tatsächlich schon sehr, sehr lang ein Dorn im Auge. Und ich bin auch jetzt nicht wirklich zufrieden. Ich habe jetzt ein paar Kleinigkeiten geändert, aber es ist noch immer so unglaublich leer und ich habe einfach keine Ahnung, was ich platzieren könnte, dass es nicht so leer ist. Es ist einfach viel zu groß und deshalb habe ich hier jetzt auch eine kleine Wand gezogen. Natürlich wieder eine Halbwand. Wie könnte es anders sein? Ich liebe einfach Halbwände. Ja, ich liebe Halbwände. Dazu kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich liebe sie einfach. Und dann habe ich mir gedacht, wir haben ja noch zwei Kinder und außerdem hat Emma ja auch noch ein Enkelkind und vielleicht bald mehr Enkelkinder. Wobei nein, sie hat tatsächlich schon zwei Enkelkinder, weil Violet hat ja auch ein Kind adoptiert. Das heißt, Emma hat zwei Enkelkinder und deshalb habe ich hier jetzt eine kleine Spielecke eingerichtet, wo dann eben jetzt Flora und Oren spielen können und in Zukunft auch die ganzen Enkelkinder von Emma. Denn spätestens, wenn Livia erwachsen wird, werden das ja wieder jede Menge Kinder sein. Übrigens habe ich jetzt das ein oder andere Mal schon in Kommentaren gelesen, dass ihr gerne hättet, dass wir mit Livia hier bleiben. Aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das würde langweilig werden, wenn wir jetzt noch eine zweite Generation hier in diesem Haus spielen. Und wie gesagt, ich möchte dann die neue Welt, die eben mit dem neuen Pack kommt, ein wenig erkunden. Und ich hoffe so, dass es da Apartments gibt, weil dann könnten wir mit Livia am Anfang in ein Apartment ziehen. Und ich mag das Apartmentleben eigentlich sehr, sehr gern. Deshalb stelle ich mir das sehr, sehr cool vor. Und ja, früher oder später werden wir dann sowieso in ein Haus umziehen müssen. Immerhin wird ja auch Livia jede Menge Kinder bekommen. Und ich glaube, die gehen sich in einem Apartment eher nicht aus. Und nun sehen wir Livias Zimmer. Sie lebt jetzt in Jareds altem Zimmer. Denn davor hat sie ja wirklich in einem winzigen Zimmer gewohnt. Und das war einfach viel zu klein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass so viele andere Räume im Haus leer stehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, sie darf jetzt in das größere Zimmer ziehen. Und wollte natürlich auch das nach ihrem Geschmack einrichten.
Und wir alle kennen Livias Geschmack. Es ist alles sehr dunkel, es ist alles sehr düster. Und dann habe ich versucht, auch noch jede Menge Elemente vom Paranormale Aktivitäten-Pack hineinzubringen. Also auf jeden Fall haben wir diesen Seance-Tisch jetzt. Auf den bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir dann dem Haus auch noch ein passendes Merkmal hinzufügen, dass sie dann da wirklich etwas beschwören kann. Aber falls da jemand von euch mehr darüber Bescheid weiß, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin mir jetzt nämlich nicht mehr sicher. Und das würde ich auch sehr gern bald ausprobieren. Und ansonsten habe ich eben versucht, möglichst viel mit Schwarz zu arbeiten, aber das ein oder andere Mal habe ich auch Blautöne mit eingebracht. Immerhin war das ja eigentlich ihre Farbe und das wollte ich jetzt nicht ganz in Vergessenheit geraten lassen. Deshalb gibt es auch ein paar blaue Sachen in ihrem Zimmer zu sehen. Alles in allem bin ich mit Livias Zimmer wirklich, wirklich zufrieden. Schreibt mir da eure Meinung natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare, auch wenn ihr Änderungsvorschläge habt. Wir können natürlich jederzeit alles nochmal ändern. Aber ich liebe Livias Zimmer und ich finde auch die Aufteilung sehr, sehr cool. Also das mit der Plattform, das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und was ich aus Livias altem Zimmer gemacht habe, das ist auch sehr einfach zu erklären. Das ist jetzt einfach eine Rumpelkammer, kann man so sagen. Also ich habe einfach jede Menge Sachen aus dem Haushaltsinventar platziert, die wir nicht mehr brauchen. Wie wir sehen, da ist die Hundematte von Coco, da haben wir den alten Boxsack von Jared, dann ist irgendein Sessel, fragt mich nicht, wo wir den her haben. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber einfach alles, was wir nicht mehr brauchen, habe ich hier in dieses kleine Zimmer gegeben. Und wie ihr seht, habe ich mich diesmal auch tatsächlich an Emmas Zimmer herangewagt. Das habe ich ja bei den letzten Umbauarbeiten meistens ignoriert, weil ich immer gesagt habe, Emma möchte natürlich das meiste Geld für ihre Kinder ausgeben und stellt sich selbst immer hinten an. Aber diesmal hatten wir endlich mal genügend Geld, dass ich auch ihrem Zimmer endlich ein Makeover geben konnte. Und ich finde es einfach unglaublich süß und ich freue mich so für Emma, dass sie nun endlich genug Geld hat, um sich auch selbst schöne Sachen zu kaufen. Ja, finde ich wirklich sehr, sehr schön, vor allem wenn man bedenkt, wo unsere Geschichte mit Emma angefangen hat. Sie allein als schwangere Teenagerin in diesem Haus, das noch komplett leer war und sie war komplett überfordert mit allem, hatte kein Geld, wir hatten noch nicht mal einen Garten. Alles war kaputt, wir hatten keine Möbel und jetzt sind wir einfach hier. Das Haus ist mittlerweile fertig eingerichtet. Unsere ersten Kinder sind schon ausgezogen. Ja, also ich finde, Emma kann wirklich stolz auf sich sein, wie weit sie es geschafft hat. Also wir spielen jetzt tatsächlich schon fast ein Jahr an dieser Generation. Ich glaube, im Mai habe ich den ersten Part hochgeladen. Und wenn ich so drüber rede, macht mich das schon fast ein wenig sentimental. Ja, würde mich interessieren, ob es da auch so geht oder ob nur ich so bin. Hier bin ich dann noch auf die spontane Idee gekommen, dass ich gerne hätte, dass Livia Tagebuch schreibt. Deshalb habe ich ihr noch ein Tagebuch ins Zimmer gelegt und da freue ich mich dann auch schon sehr drauf, wenn sie so ihre ganzen Gedanken und Gefühle aufschreiben kann. Außerdem habe ich dann zufällig gesehen, dass ich ja jetzt das Pack habe und unsere kleine Flora einen Hamster haben könnte und deshalb bekommt sie jetzt einen Hamster. Das habe ich sehr spontan entschieden und ich hoffe, wenn wir dann eine Katze haben, dass die Katze den Hamster nicht frisst. Wisst ihr, ob das geht? Das wäre irgendwie sehr, sehr grausam. Und immerhin habe ich den Hamsterkäfig jetzt so im Flur platziert, dass, wenn wir eine Katze hätten, sie definitiv leicht Zugang hat. Ja, ich hoffe sehr, dass Katzen in Sims Hamster nicht essen können. Falls ihr das wisst, schreibt mir das wie immer gern in die Kommentare. Außerdem habe ich einen Strickkorb gekauft, weil ich mir gedacht habe, jetzt vielleicht, wo Emma langsam älter wird, vielleicht sitzt sie dann gerne hier in dem Schaukelstuhl und strickt eben ein paar Dinge. Irgendwie fand ich, das passt sehr, sehr gut zu ihr. Und dann können wir später auch Dekoration fürs Haus stricken. Wer weiß, vielleicht finden wir ja irgendwo schwarze Wolle. Und dann könnte sie ja auch was für Livia machen. Das würde ich irgendwie sehr, sehr süß finden. Und ja, ich glaube, die Familie Potter freut sich auch über ihr neues Zuhause. An dieser Stelle wollte ich mich jetzt übrigens nochmal bei euch bedanken. Ich weiß ja nicht, ob es jeder von euch mitbekommen hat, aber ich habe tatsächlich YouTube-Geburtstag gefeiert. Also am 14. Februar 2022 habe ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Das heißt, dieser Kanal ist tatsächlich schon ein Jahr alt. Deshalb danke an jeden einzelnen von euch. Danke, dass du meine Videos anschaust. Danke für jedes Like. Danke für jeden Kommentar. Wirklich danke für euren Support. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Ich weiß, das ist immer so leicht dahingesagt, aber es ist einfach wirklich so. Wenn ihr meine Videos nicht schauen würdet, dann wäre das alles einfach nicht möglich. Deshalb danke und ich hoffe wirklich, ihr bleibt noch lange dabei.
Am 25. Februar findet übrigens wieder ein 12-Stunden-Stream statt, in dem ich sozusagen meinen YouTube-Geburtstag auf Twitch feiere. Dort werden wir wieder jede Menge Sims spielen, es gibt unterschiedliche Challenges, es gibt Gewinnspiele, also komm sehr, sehr gern vorbei. Ich blende dir jetzt hier rechts oben ein Video ein, in dem ich dir alles erzähle, was du darüber wissen musst. Hier hat sie dann noch ein Bücherregal bekommen. Ich habe lange überlegt, ob wir irgendjemandem aus dem Haushalt auch einen Fernseher geben sollen, aber irgendwie passt es zu niemandem. Also ich könnte mir definitiv vorstellen, wenn Livia dann auszieht, dass sie dann einen Fernseher hat, aber hier passt es irgendwie nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, bekommt einfach jeder ein Bücherregal, dann müssen einfach alle in dieser Familie immer ganz viel lesen. Ist sowieso besser, als immer fernzusehen. Und dann habe ich noch gesehen, dass wir jede Menge Zeichnungen im Haushaltsinventar haben. Ich glaube, die meisten sind von Violet. Und dann habe ich die einfach auch alle hier an die Wand gehängt. Zusätzlich mit den ganzen Fotos, die wir noch hatten. Das waren tatsächlich nur Fotos von Daisy und Sydney. Aber warum nicht? Er ist ja immerhin der Schwiegersohn von Emma. Der kann dann schon an der Wand hängen. Und mir ist auch wieder aufgefallen, Emma kennt ihr Enkelkind noch immer nicht. Sie kennt Orin noch immer nicht. Den müssen wir unbedingt auch sehr, sehr bald besuchen. Vielleicht machen wir das auch gleich im nächsten Part. Ich weiß nicht. Muss ich mir noch genau überlegen. Auf jeden Fall möchte ich im nächsten Part aber, dass wir eine Katze holen. Und ja, ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Und das war's dann ehrlich gesagt auch schon mit den Umbauarbeiten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Haus jetzt gefällt oder ob ihr noch Änderungsvorschläge habt. Mir gefällt es tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist natürlich nicht perfekt, das ist mir bewusst. Bitte vergesst nicht, ich bin auch keine Bauexpertin. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Und ja, ich glaube, die Familie Potter freut sich auch über ihr neues Zuhause. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!